Dies ist die gewohnte Perspektive des Luftwaffenangehörigen, von dem dieser Film stammt. Doch er filmte auch am Boden. Und dies sind die Bilder, die er dort vorfand. Deutsche Heereseinheiten rücken im Sommer 1940 durch eine französische Ortschaft, die von der Luftwaffe zuvor bombardiert wurde. Alltägliches Grauen. Wir wissen nicht, ob unser Filmamateur die Siegeseuphorie seiner Kameraden teilte, als er die Hinterlassenschaften entlang der alliierten Rückzugsstraße inspizierte. Aber wir halten es für unwahrscheinlich, dass er einen Triumph empfand, als er diese Bilder aufnahm.